So, und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Es gibt mal wieder Videomaterial und diesmal bin ich nicht alleine, denn bei mir ist der Marcel. Ja, der andere Marcel quasi. Ja, heute spielen Marcel und Marcel Minecraft. Ist das nicht schön? Ja, fast wie in guten alten Zeiten. Ja, bloß damals, mit einem anderen Spiel. Genau, damals, als wir noch Starbound gespielt haben und das nicht bei mir auf dem Kanal erschienen ist, denn jetzt habe ich endlich einen Rechner und kann endlich vernünftig spielen. Und ja, wir haben uns entschieden, wir bauen mal ein kleines Wäldchen auf und ja, mal gucken, was da so draus wird. Es wird sich mal nehmen wir zusammen aus, so wie jetzt. Das wird jetzt ein kleiner schöner Batzen. Mal, wenn jemand gerade so Zeit und Lust hat, dann wird es auch mal passieren, dass wir alleine aufnehmen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ja, ich terraform mir jetzt mal schnell was zusammen, weil brauche ich und da muss man ja nicht unbedingt jetzt. Ja, wenn ihr den zweiten Marcel sehen wollt, dann geht doch bitte auf seinen Kanal. Den verlinke ich dann unten bei mir auch nochmal bei Heelfakti. Und ja, seht ihr bei mir dann auch schön in der Videobeschreibung, könnt ihr alles sehen. Und da könnt ihr dann auch seine Sicht der Dinge sehen. Und ich würde sagen, dann starten wir doch jetzt mal. Gehen auf den Server rauf. Jo. Da. Ich bin da, wo bist du? Ich melde mich an. Da ist er! Da! Oh! Hehehe! Da ist er! Überraschung! Ja. Da ist er ja! Er hat einen neuen Skin. Kann man das erkennen? Ui. Ein Haar und. Oh, da hat sich jemand extra was Härtermäßiges gebaut. Na Mensch! Ich blende nämlich hier auch mal für meine Zuschauer die Fernsicht ein. Zack und zack. Ja, um hier auch nochmal meinen Skin zu zeigen. Hier der böse Mann mit der Kapuze. Da ist er! Ja. So. Ich bin so ein kleiner Hooligan und so, ne? So, wisst ihr Bescheid. So, dann würde ich mal sagen, auf die Plätze, fertig, los. Bäume? Ja, hier Bäume. Nicht. Fängt ihr gut an? Ja, sieht sehr gut aus. So, hier mal. Guck mal, da hinten. Alter, hier sind nur Inseln. Was ist das hier für ein Scheiß? Ja, toll. Also zur Information, wir hatten bis vor 5 Minuten noch einen Server, wo wir ein bisschen drauf uns eingespielt nochmal haben. Ja. Und ich habe vor 5 Minuten die Welt, die wir hatten, gelöscht und diese Welt hier haben wir gerade blind betreten. Quasi. Also wir wissen nicht, wie es hier aussieht, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Deswegen, na, ein Glück gibt es ja keine Piranhas. Ich glaube, sonst wären wir ja ganz schön am Sack. Sei froh, dass das hier nicht Stranded Deep ist. Also seit Stranded Deep habe ich immer Angst, ins Wasser zu laufen. Ja, kann ich verstehen mit den Haien da. Alter, ey. Nicht mehr feierlich. Nee, ganz und gar nicht. So. Ich habe noch eine kleine Randinfo. Wer Infos haben will zur alten Welt, die wir getestet hatten, ich habe da so ein ganz kurzes, knackiges Video von 15 Minuten gemacht, wo ich die Welt erkläre, und auch so eine kleine Geschichte dazu erzähle. Und ja, ich denke, es ist vielleicht für den einen oder anderen ganz witzig, das nochmal zu sehen. Also das war eine schöne Welt. Apropos Geschichte, die haben wir bei uns auch. Wir zwei Gestrandeten hier, wir wollen uns jetzt eine neue Welt aufbauen. Wir haben keine Ahnung, wie wir hergekommen sind. Und wir werden es aber wahrscheinlich auch niemals herausfinden. Also ich habe dunkel die Erinnerung, deswegen trage ich das Outfit wahrscheinlich auch. Ich wollte, glaube ich, zum Hertha-Auswärtsspiel gegen Bielefeld, DFB-Pokal. Und da man Bielefeld so schwer findet, bin ich hier gelandet. Das ist ja ganz klar. Das macht eigentlich sogar ziemlich viel Sinn. Ja, ich sag ja, meine Geschichte, die ist eigentlich mega geil. Die ist eigentlich sogar ziemlich realitätsnah. Ja, ich hätte mir noch ein schöneres Hertha-Minecraft-Skin zwar gewünscht, aber das hier war das Beste, das ich auftreiben konnte. Und ich denke, mit ein bisschen Fantasie kann man das durchaus erkennen. Also falls du nochmal auf der Suche nach einem neuen Skin bist, ich kenne da so ein paar Seiten, wo man was findet. Ja, ich habe gestern Google bemüht und da die ersten 4 Seiten so durchgeklickt, mir einen ganzen Ordner voller Skins getestet. Also es kann sein, dass ich mal ab und an wechsle. Ganz normal halt. Ja, ich weiß auch noch nicht. Also ich war jetzt doch zu faul. Also ich habe tatsächlich gesucht nach einem Skin für mich. Ja. Die haben mir aber alle irgendwie nicht so zugesagt und dann bin ich doch beim Standard-Skin geblieben. naja.
Du farmst ja meine schöne Birke ab, ey. Die habe ich ja in dem Testserver nur gebaut. Ja, Entschuldigung. Ich bin dafür, dass wir uns übrigens Boote bauen und dass wir hier uns erstmal ganz schnell vom Acker machen. Wie viel Zeit bleibt denn noch bis Dings? Ich bin so ein Held, weißt du das? Warum? Ich habe mir extra einen Zettel geschrieben mit einer Reihenfolge, was ich machen wollte, damit ich das ja nicht verpeile. Und Punkt 1 hieß Koordinaten vom Spawn aufschreiben. Was habe ich gemacht? Natürlich nicht. Alles außer das. Fuck. Ja, stimmt, das werde ich Oh Gott, ich habe mein Tablet gar nicht am Mann. Das ist schlecht, dann muss ich das nachher irgendwo auf ein Blatt Papier schreiben. Macht nichts. Ja, ich hätte das sonst auch in den Chat geschrieben, den braucht man ja jetzt eigentlich nicht so oft, dann geht das nämlich nicht so schnell unter. Das stimmt. Also für die Aufnahme heute sollte das ja, denke ich, reichen. Ja. So, naja, wir werden nachher spätestens, sobald wir unsere Betten haben, nachdem wir hier die Insel verlassen haben, denke ich mal, dass das sowieso hinfällig sein wird. Ich glaube, das schaffen wir aber heute, schaffen wir es heute noch. Woanders zu landen? Oh, pff, klar. Also ich meine, wir bauen jetzt hier schnell ein paar Bötchen und dann geht los. Wenn du das sagst, so. Will mich darauf dich verlassen. Hä? Ich bin so doof. Ja, man merkt, ich habe lange kein Minecraft gespielt, zum letzten Mal gestern. Hä? Ach da. So. Boah, Alter, ich stelle mich gerade echt an wie der letzte Holzkopf. So. Also wer gutes Gameplay sehen sollte, der kann auch zum anderen Marcel gehen. Dort ist natürlich auch die Beschreibung in den Videolinks, beziehungsweise die Links in der Videobeschreibung so rum. So, hier ist ein Boot, bitteschön. Ja, ja. So, haben wir hier alle Bäume runter? Wo ist denn hier halbwegs Land? Weil ich sehe nicht so weit. Warte mal, ich kann ja mal kurz meine Sichtweite hochballern. Dort ist nur Wasser. Wasser. Was ist da hinten? Wasser. Da, wo du gerade hinläufst, ist auch nur eine Insel, ne? Ja, da kamen wir ja her. Ja, leck mich doch fett. Ja, dann komm mal mit. Ich gebe jetzt einfach meine Richtung vor, ich Assi. Wenn ich meine. Das erinnert mich an die Testwelt, da fing das genauso an. Komm mal mit und du dann tot. Ja, super. Ich geh mal vor und zack, weg. So. Ja, komm, heute noch. Ja, ich musste erstmal meine Sichtweite wieder runterstellen. Mach mal hier ganz, ganz locker flockig hier. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man Boot fährt. Also es ist meine erste Bootfahrt. So, dann mal los. Also mit links und rechts kannst du so ein bisschen steuern. Also wenn du dich umguckst quasi, dann machst du so einen leichten seitwärts und mit links und rechts kannst du auch richtig dolle. Guck, dass du mich nicht verlierst. Ich muss erst. Ja, ich versuch's. Das ist für mich sehr schwer. Ich muss selber erstmal gucken, wo wir am besten hingehen. Alter, was ist denn das hier für ein Bullshit, ey? Man kennt das ja. Man will sich kurz in der Welt umgucken, wo hier sehr viel ist. Wasser. Und, aber nachts kommen ja keine Monster auf Wasser. Kommen nicht, ne? Nee. Ich hoffe, da ist mehr Land als nur ein bisschen Insel. Das sieht aber gut aus. Ich sehe ein bisschen, ja. Das sieht gut aus. Fahr nicht zu doll gegen das Land, sonst ist das Boot kaputt. Ja, ist nicht schlimm, mache ich mir noch eins. So. Huch. Ja, dein schwimmt weg, meins auch. Das. Wie kriege ich denn das wieder? Muss ich das kaputt kloppen? Du musst gegenhauen, ja. Oh, Alter. Und jetzt taucht's ab, ist das dumm? Das kriege ich nie wieder. Scheiß drauf. Egal. Super, fängt gut an. Ja, aber es wird dunkel, das heißt, wir sollten uns jetzt langsam mal auf die Socken machen. Ich würde sagen, wir bauen uns hier vorne erstmal einfach so eine kleine Hütte. Ja, okay. Und erkunden das dann später. Oh, ich ahne Schlimmes. Geh mal gucken, ob es hier jetzt wieder doch nur eine Insel ist oder ob ich hier jetzt wirklich Land gefunden habe. Nein! Nur eine Insel? Aber. Ja. Habe ein Schaf gefunden. Ach so. Gut, immerhin. Ja, das ist schlecht. Wir sind wieder nur auf einer Insel. Oh Mann! Und jetzt haben wir natürlich unsere Boote liegen lassen. Aber ist egal, wir müssen erstmal die Nacht hinter uns bringen. Und dann. Ja. Machen wir mal, ne? Da sind Häschen! Oh, Häschen! Essen! Ach, das sind kleine Häschen, die bringen doch nichts zu essen. Fuck! Bock, 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 bock.
Nein, nicht abtauchen. Nicht hier. Gib mir Hühnerfleisch. Ist meins. Es wird dunkel und wir haben keine Waffen und kein gar nichts. Okay, ich muss mir erstmal ein Schwert bauen. So, du kommst weg. Ach, fuck, Mann. Ach. Was ist denn? Ja, ich stelle mich hier gerade ein bisschen blöde an. Ach so, ja, dann. Nicht neu. Das habe ich jetzt nicht gesagt, das hast du selber gesagt. Ja. So, Spitzhacke, so. Zack. So. Das war jetzt, glaube ich, so. Glück und dann auf, ja, so. Ich finde das eine Frechheit, dass hier so ein Schalker-Spruch gebracht wird. Ja, durchaus. Frechheit. So. Jetzt kann ich eventuelle Monster töten und, ja. Glück auf! Hey! Und dann den hier. Und nee, der war so. Oder da weg. Stehen schon Creepers. Creepers? So. Und so. Und dann machen wir noch den hier. Ein bisschen was weiß ich ja noch. Jetzt Gott sei Dank. Hier, jetzt baut er hier tatsächlich eine Hütte hin. So, so. Ja, so eine provisorische halt nur. Ich meine, wir verdüseln uns ja eh bald wieder. Ja, aber das kann man schnell wieder abbauen. Oder abfackeln. Nee. Das Holz würde ich gern noch wieder verwerten. Ja, das ist gutes Material. Das sollte man wirklich nicht. Das. Was brauche ich denn noch? War noch irgendwas? Oh ja. So, ich habe meine eigene. Der feine Herr. Ich muss eine eigene haben. Natürlich. So, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Oh. Werde ich hier jetzt erstmal. Oh, ich sehe nichts. Ich sehe ja nicht mal auf meinem Bildschirm. Oh! Geil. Bin auch mal mutig. Haben wir hier irgendwo ein bisschen Stein? Nee, ne? Doch, bei mir. Und man hat sogar Kohle. Ist das nicht toll? Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Yeah, yeah, yeah. So, erstmal Licht hier. Das geht ja so nicht. So. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Yeah, Gronky, wir klauen dir gerade deinen Spruch. Ha! Macht ja jeder irgendwie. Ja, das stimmt. So. Ich guck ja momentan wieder alles von Anfang und das ist ja, man muss sagen, wie sich Minecraft mittlerweile verändert hat. Ey, das ist ja krass. Wahnsinn. Das ist oberkrass. Ja. Ich sag mal, wann hat Gronk aufgehört? Mit der 1.6? Oder so? Weiß es nicht. Oder vielleicht mit der 1.5 sogar schon. Ich weiß es nicht mehr. Aber Gronkh hat ja auch viel, viel mit Mods gemacht. Deswegen eben waren die Versionen sowieso kackjes egal. Boah, so viel Kohle hier, ist das geil, oh. Kohle, Kohle, Kohle. Oh, ich brauche eigentlich nur ein bisschen Stein. Das habe ich eigentlich. Aber wenn man einmal in die Höhlen geht, kommt man nie wieder raus. Das ist oft so. Hör mir auf, ey, in meiner Singles-Welt, die ich auch kurz gezeigt habe, habe ich mich gestern, glaube ich, so krass verlaufen. Also wenn man da eine Riesenhöhle aushebt, dann gute Nacht, ey. liebe Zuschauer, zur Information, die Folgen werden montags, mittwochs und freitags zu jeweils 16 Uhr erscheinen. Auf meinem Kanal wie auch auf Marcells Kanal. Genau. Und dann könnt ihr euch ja immer die Sicht reinziehen, die euch am liebsten ist. Oder einfach beide, weil ihr uns beide so cool findet. Und ja, auf jeden Fall. Ich guck mir beide an. Ja. Ich guck beide. So die typische Gronkh-Lache so. Ja.